Eine überragende News hat uns heute in der Nacht erreicht. Epic Games hat Fortnite für Apple-Geräte, sprich iOS, angekündigt und der Release ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern steht genau um die Ecke. Mehr dazu gleich, aber bevor wir uns in dieses spannende Thema stürzen, muss ich nochmal eine coole News für alle Xbox-Spieler da draußen loswerden. Wie gestern auf meinem Discord auch schon bereits gezeigt, sind nun exklusive Xbox-Skins in den Dateien enthalten. 4 Stück, um genau zu sein, und einigen wird nun auffallen, dass mindestens 3 von diesen Skins nicht im Battle Royale sein können, weil es unterschiedliche Klassen im Rettet die Welt-Modus sind, was auch korrekt ist. Lediglich der Soldat kommt in Frage, auch im Battle Royale spielbar zu sein, und ich vermute, dass dieser auch mit fast garantierter Wahrscheinlichkeit für den Battle Royale kommen wird. PlayStation-Spieler bzw. PlayStation Plus-Mitglieder, um genau zu sein, hatten ja bereits vor einigen Tagen das Glück, einen kostenlosen Skin und Gleiter zu erhalten, also exklusiver Loot für PlayStation-Spieler. Gefolgt war das Ganze dann von Amazon Prime Skins und nun sollen auch Xbox-Spieler auf ihre Kosten kommen. Ich vermute, dass es exakt wie auf der PlayStation funktionieren wird. Wenn man einen Xbox Live-Account hat, werden diese Skins für einen kostenfrei freigeschaltet. Wann diese Skins kommen und wie genau die Voraussetzungen sind, dass man diese bekommt, wissen wir aktuell noch nicht. Wir wissen nur, dass diese Skins bereits in den Dateien hinterlegt sind. PC-Spieler können, genauso wie mit den PS4-Skins, sicherlich genauso ihren Epic-Account mit dem Xbox-Account verbinden und diese Skins auch für den PC bekommen, was Sinn macht, denn die Dateien lese ich am PC aus, also in den PC-Files, und dort sind sie ebenfalls enthalten. Wenn ihr solche News bereits früher erfahren wollt, joint gerne meinem Discord, ich poste dort alle Leaks und News immer sofort am Release-Tag und die Videos produziere ich dann im Verlaufe der Tage hinterher. Aber kommen wir nun zum Thema Mobile Games und iOS. Vor einigen Wochen hat man bereits Gerüchte gehört, dass Epic an einer mobilen Version von Fortnite arbeitet. Aber neben der Vermutung, dass es erstmal für die Switch im August-September circa kommt, wurden diese Gerüchte nicht wirklich ernst genommen bzw. diesen kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Und nun kommt die News offiziell und wie aus dem Nichts im Prinzip. Ja, ab Montag könnt ihr euch für das Spiel anmelden. Ja, ihr habt richtig gehört, ab kommenden Montag, also ab dem 12. März, kann man sich auf der offiziellen Epic Games Webseite für einen Zugang anmelden. Seht das Ganze wie eine Art Beta. Wenn ihr Glück habt, erhaltet ihr eine Bestätigung und im Verlaufe der folgenden Tage dann einen Zugang zum Download des Spiels. Erstmal wird das Spiel nur für iOS released und erst paar Monate später für Android. Unterstützt werden Geräte ab iPhone 6s und SE und iPad Pro, Mini 4 und Air 2. Ich blende euch das Ganze hier einfach mal ein. Das Besondere an dem Mobile Game ist, dass es keine eigenständige Version ist, also im klassischen Sinne. Es ist nämlich 1:1 genau dasselbe Spiel wie auf dem PC und den Konsolen. Es ist exakt das Spiel, welches ihr kennt. Sicherlich mit reduzierten Grafikeinstellungen, damit die Performance auch gut läuft, aber ihr könnt mit eurem iPhone oder iPad sogar mit einem Kumpel spielen, der ein PC spielt. Cross-Plattform-Gaming wird zwischen PS4, PC, Mac und nun auch iOS ermöglicht. Ihr könnt somit, wenn ihr zum Beispiel gerade unterwegs seid, auch mit einem Kumpel spielen, der gerade auf der PS4 oder dem PC zockt. Und das ist wirklich ein Riesending in der Gaming-Welt heutzutage. Cross-Plattform ist so kein bisschen selbstverständlich und nur wenige Spiele unterstützen alleine Konsole plus PC. Mir fallen da spontan Rocket League und Street Fighter ein, aber noch ein Mobile-Game dazu zu holen, ist einfach überragend und wirklich gewaltig. Und um Cross-Plattform nochmal kurz zu erklären, ihr spielt immer auf dem größeren Server. Mal angenommen, ein PS4-Spieler geht in ein Team mit einem PC-Spieler. Dann spielt ihr immer auf dem PC-Server, weil es einfach fairer ist. Ein PC-Spieler hat mit Maus und Tastatur klare Vorteile, somit muss der Konsolenkumpel mit anderen PC-Spielern spielen. Das ist zumindest die fairere Variante. Genauso wird es mit iOS sein. Wenn ihr am Smartphone spielt und mit einem Freund, der am PC oder an der PS4 zockt, zusammenspielen wollt, dann werdet ihr entsprechend auf dem Server von denen geschickt und niemals andersherum. Wenn ihr jedoch alleine auf eurem Smartphone spielt, werdet ihr natürlich nur mit und gegen andere Smartphone-Spieler spielen. Wir müssen an der Stelle aber auch nochmal kurz über PUBG sprechen, denn PUBG hat ja bereits vor einigen Wochen eine Mobile-Version released, allerdings nur für China, dem vermeintlich größten Markt für PUBG und sicherlich auch für Mobile-Games. Deswegen ist dieser erste Schritt auch irgendwo zu verstehen. Ich glaube, mit ein paar Tricks kann man es auch in Deutschland spielen, indem man seine Location am Smartphone ändert und so weiter. Ich selbst habe es aber nie probiert, weil es mich eigentlich auch nicht wirklich interessiert hat, aber scheinbar soll es möglich sein. Fortnite wird hingegen gleich überall verfügbar sein, also auch direkt bei uns.
Aber auch bei PUBG ist es quasi eine 1:1-Portierung auf iOS und Android, nur mit angepasster Grafik und Steuerelementen. Aber das Problem ist, dass sich sehr viele Stimmen darüber beschweren, weshalb Bluehole so intensiv an einer Mobile-Version arbeitet, die scheinbar wirklich gut laufen soll und auch Memes in die Welt ruft, dass PUBG auf Smartphones besser läuft als auf dem PC oder auf Konsolen. Aber besonders stört es die Leute, dass die Priorität eher auf der Entwicklung des Mobile-Spiels liegt, als in der Optimierung des eigentlichen Games, vor allem auf der Xbox. Das Ganze soll jetzt kein Schlechtreden von PUBG werden, denn es ist mir im Grunde egal, aber es ist interessant zu sehen, in welche Richtung die Meinungen der Gamer gehen könnte. Die Frage ist nun, wie reagiert die Fortnite-Community darauf? Also ihr, meine Community und alle anderen natürlich auch. Ich persönlich muss sagen, dass ich diesen Schritt von Epic wirklich befürworte. Wenn Fortnite ein Spiel wäre, welches noch viel Arbeit abverlangt und ich der Meinung wäre, dass man für das Mobile Game nun wertvolle Ressourcen an Entwicklern und Programmierern umlenkt, um sich darum zu kümmern und das Hauptspiel einfach vernachlässigt wird, würde es mich auch stören. Aber der aktuelle Stand ist eigentlich überragend. Wir erhalten so viele Updates im Wochentakt, da kann einfach kein anderes Game mithalten. Und das alles bereits in der gesamten Zeit, in der im Hintergrund bereits am Mobile Game gearbeitet wird. Und wenn das genauso bleibt, dann gerne, nur her damit. Ich hätte Bock unterwegs mal ein paar Runden zu spielen. Ich bin gespannt, wie die Steuerung wird, denn selbst am PC ist es gerade am Anfang wirklich sehr viel mit den ganzen Bauen und den Fallen und so weiter. Es sind viele Steuerungselemente, die notwendig sind. Mal sehen, wie sich das Ganze auf Mobile-Geräten spielen wird. Was man aber mit Garantie sagen kann, ist, dass die Spieleranzahl für Fortnite nochmals so krass explodieren wird. Ich meine, es ist jetzt schon das größte Spiel überhaupt. Es hat alle Meilensteine von PUBG gebrochen und ist weiterhin unaufhaltsam. Und der Fakt, dass es auch auf iOS und später auf Android released wird, wird das Ganze nochmals in die Höhe schießen lassen. Ach ja, und klar werden nun viele Android-Besitzer etwas in die Röhre gucken müssen, weil der Release dafür erst ein paar Monaten stattfinden soll. Aber ihr müsst bedenken, dass es für einen Entwickler viel einfacher ist, erst für iOS zu programmieren, weil die Geräte und die Hardware viel einheitlicher ist. Bei Android müssen viel mehr und unterschiedliche Hardware-Typen und Konfigurationen beachtet werden. Das verlängert solch eine Entwicklung und auf jeden Fall auch die Kosten dafür. Was haltet ihr denn von dem Ganzen? Eure Meinung würde mich echt mal interessieren. Ich habe mir eben gerade schon einen HDMI-Adapter für meinen PC bestellt, damit ich für euch ein paar Runden aufnehmen kann, sollte ich einen Zugang für das Spiel bekommen, worauf ich auf jeden Fall extrem Bock hätte. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr Fortnite-Content würde ich mich über ein Abo und Like sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und in dem Sinne, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein!